Schön, dass ihr mich wieder gefunden habt. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie ihr prüfen könnt, wenn ihr eine Musik cool findet, ob ihr die bei YouTube benutzen dürft, um keinen Strike zu bekommen? Dazu habe ich jetzt einen Link gefunden. Hier diesen. Aber ich mache das mal anders. Klick mal hier drauf. Gehe auf Urheberrechtsüberprüfung. So, und dann landet ihr hier. Das ist praktisch Musikrichtlinien bei Videotools. So, und hier könnt ihr zum Beispiel ein Depeche Mode oder keine Ahnung, Depeche Mode. Oh, das dauert einen Augenblick. Jetzt sucht er in der Datenbank. Zum Beispiel Enjoy the Silence Version 7. Jetzt könnt ihr draufklicken. Und dann könnt ihr sehen, was ihr machen dürft damit. Ob ihr das benutzen dürft oder nicht. So, wenn du diesen Titel verwendest. Wiedergabe überall abspielbar, außer Ausnahme in 9 Ländern. Werbung, es könnten Werbung eingeblendet werden. Ja, okay, logisch. Hier kannst du noch auf weitere Informationen, und ja, aber das ist das, was YouTube ja halt kennt. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt schon mal grob einschätzen, ob ihr die Musik benutzen könnt. Also in diesem Fall bei 9 Ländern, Info. Also da dürft ihr die nicht abspielen, in Europa ist das möglich, also hier in Deutschland. Das Einzige, was ihr dabei verliert, ist die Monetarisierung, also die holt sich der Titelinhaber. Aber darauf kann man dann auch mal verzichten, wenn man mal eine schöne Musik benutzen will. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder helfen konnte. Und Sonntag kommt schon das nächste. Vielleicht auch schon eher. Mal schauen. Ciao, euer Uwe.